Heidelidu und herzlich willkommen zurück zu Le Bioshock. Ja, ich weiß, diese Begrüßung von eben, die ist noch aus meiner ganzen, meiner Anfangszeit. Die habe ich eine Weile benutzt und dann hat mir jemand gesagt, dass die eher nervig ist. Wie kommt der denn los darauf? Das finde ich überhaupt nicht. Nee, okay. Deswegen werde ich jetzt für dieses komplette Let's Play wieder diese Begrüßung raushauen. Und wir gehen jetzt weiter. Wir haben jetzt Electrobolt, also können wir diese Türsteuerung da anschießen. Au. Au. Oha, da kommt ein Flugzeug. Das sah aber komisch aus. Allein durch den Druck muss doch jetzt der ganze Korridor jetzt zerfetzt werden. Oh, guck mal, da ist der Exit. Das hätte ich nicht gedacht. Und wie geht's jetzt weiter? Ach so. Wir mussten kurz einen Abstecher ins Flugzeug machen. Ich würde aber mal vorschlagen, wir hauen... schneller ab. Oh oh. Schneller, Junge. Ein Blitz ins Wasser und schnell durch. Ah, im Ernst, wo soll das Wasser so plötzlich hergekommen sein? Eben als Zugang, es war da noch nicht mal Wasser. Oh oh. Haben wir die Tange noch? Ja. Trau dem Ganzen hier irgendwie nicht. Brauchen wir alles nicht. Zigaretten kennen wir ja auch noch. Die Eve-Spritze nehmen wir natürlich mit. Den Verbandskasten auch. Können wir die Tasche durchsuchen? Nee. Oh oh. Splicer, am besten verpasst du ihnen einen Stromschlag und ziehst ihn anschließend noch eins drüber. Links-Rechts-Kombination. Denk an den One-Two-Punch. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Du verdammter Mist, Rex, Mist. Achso. Dieses Geräusch. Hä. Was für ein harter Kampf. Okay, das reicht, glaube ich, für diesen Part. Wir können gleich mit dem nächsten losmachen. Was ist ein Ascher? Eve-Spritze. Eine Eve-Spritze füllt deinen Eve-Balken vollständig auf, unabhängig von einem normalen Stand, damit du dann bei aktiven Plasmiden einsetzen kannst. Okay. Plasmide. Oha. Es ist mir zu kompliziert. Plasmide sind einfach so ungefähr das Vigor aus Bioshock Infinite. Wieso auch immer hier eine Matratze ist. Oh, Merlot. Was? Katzenfutter Pussycat. Ach so. Ich wundere mich schon, was da ist. Besser, was da sein soll, weil da war ja nichts. Jetzt können wir auf was etten und ein bisschen rochen. Das scheint aus irgendeinem Grund gut für Eve zu sein, aber schlecht für die Gesundheit. Was jetzt auch mal das hier ist. Wer ist das? Kabusch. Ich muss dir sagen, die Belegung von Plasmid und normalen Waffen ist ein bisschen ungünstig. Und zwar sind die Plasmide auf F1 bis 5, glaube ich. Und die normalen Waffen sind auf 1 bis 5, das heißt, man muss immer von F1 auf 1 gerade umschalten, was ein bisschen ungünstig ist. Hör auf zu blitzen, das ist ja nervig. Okay. Ich glaube, mit dem Fahrstuhl fahren wir besser nicht, vielleicht nehmen wir lieber einen auf der anderen Seite. Na, brennst du nicht eh schon? Irgendwie war ich bei der ersten Aufnahme da ein bisschen weniger ruhig. Ich gehe mal kurz auf Plasmid, damit ich nachladen kann. Ah! Junge! Das wird mich auch am Ende noch erschrecken, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Vorherrschaft, Freiheit, noch mehr Vorherrschaft, Unabhängigkeit und Handel. Mensch, und Kreativität auch noch. Wieso hängen hier zweimal Vorherrschaft? Und wer hustet hier? Ich mache einen richtigen Speicherstand mal eben. Weil genug speichern kann man niemals. Ist da irgendwer? Scheint nicht so. Das ist, glaube ich... Ich glaube, Bioshock ist eigentlich nicht wirklich als Horrorspiel gedacht gewesen. Ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt. Also klar, es ist schon sehr düster und alles, aber ob es wirklich als Horrorspiel gedacht ist, weiß ich nicht. Ja, so ein bisschen als beklemmend, denke ich. Es gibt schon Schockmomente. Ich habe Familie. Aha. Ich muss sie hier rausschaffen. Aber die Splicer haben mich von ihnen getrennt. Du meinst jetzt bestimmt, das Leben hat dir schon.
schon übel genug mitgespielt. Hier bin ich. Hey. Du bist meine letzte Hoffnung, meine Frau und mein Kind jemals wiederzusehen. Such Neptunes Bounty. Such meine Familie. Bitte. Okay. Warum auch nicht? Wir haben ja nichts zu tun. Das ist die große Kette. Tatsache. Die große Kette wird von unserer Hand geleitet. Die große Kette des Schicksals, oder was? In liebender Erinnerung. Oh, Verbandskerzen und Essen. Tut mir leid, aber du brauchst es eh nicht, oder? Das war geschmacklos von mir, tut mir leid. Oh. Oh, hoppla. Schade. Oh, eine Frau mit Kinderwagen. Die, wollen wir die wirklich umbringen? Ach, klar. Ja, tolles Kind. Das Miede haben alles verändert. Sie haben unseren Körper und unseren Geist zerstört. Cocktail Lounge. Wenn wir nicht mit ihnen fertig werden. Gute Freunde, die sich auf einmal gegenseitig an die Gurgel gehen. Babys, die erdrosselt in ihren Kinderbetten liegen. Die ganze Stadt geht zum Teufel. Fällt euch da auch was auf? Wir haben keinen Schatten. Wir sind ein Vampir. Oh. Ja, toll, jetzt können wir die ganze Twilight anspielen. Achso, vielleicht sollten wir die auch mitmachen. Was soll's? Wir brauchen keine Pistole. Okay, vielleicht sollten wir die doch mitnehmen, damit wir was für den Kostümball haben. Aber wir gehen sowieso erstmal hier drauf. Ich bin wirklich so weit gegangen, Brenda. Ich bin doch kein Vollidiot. Ich mache, was ich will. Es ist mein Adam. Ich habe es mir verdient. Willst du es auf die harte Tour oder lieber auf die nette? Ich kann beides. Wow, der ist ja echt multitalentiert. Der kann beides. Wahrscheinlich sogar zeitgleich. Aus Erfahrung weiß ich, dass es da vor, ja, hier oben schon weitergeht. Ja, jetzt gehen wir kämpfen, Mann. Das kann man nichts besser machen, als so zu kämpfen, ey. Ich geb dir aufs Maul, Junge. Ey, mach auf, du dumme Truller, ey. Du kriegst hier noch einen Blitz, ey. Oh. Da. Ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Oh, ich bin gar nicht mehr betrunken. Wohnt ihr hier? Oder seid ihr die Besitzer von dieser ekligen Bar? Oh, ich muss erstmal wieder ein bisschen besaufen, ey, damit ich mich hier besser fühle. Und oh, ey, das hat reingehauen. Ich sag's euch, ich trinke bloß niemals. Okay. Schluss mit dem Mist. Ich hab doch gerade schon wieder wen gehört. Ich glaube, hier geht's nicht durch. Und irgendwie scheint es den Guten hier nicht zu gut zu gehen. Will sich hier gerade wieder durchschweißen oder ist die Tür einfach nur kaputt? Oh, da lag doch gerade irgendwas, oder? Ich hab's aus mir gerade weggehauen. Noch mehr Zigaretten. Ich weiß, hier in Bioshock Infinite habe ich immer von Trinken und Alkohol Trinken und Alkohol vor allem. Von Trinken und Zigaretten Abstand gehalten, aber. Was? Wieder ein einsames Silvester aufheben. Tagebuch mit Tee abspielen, die kennen wir ja schon. Die Voxophon oder eben Audiologs. Oh, wieder mal Silvester. Wieder eine einsame Nacht. Ich will ausgehen. Du sitzt in dem Phaistos-Fest bei der Arbeit. Naja, wen wundert's? Dann nehme ich wohl noch einen Drink. Ich trinke oft Diane McClintock, das dümmste Mädchen von Rapture. Dumm genug, sich in Andrew Ryan zu verlieben. Dumm genug. Was ist passiert? Ich blute. Oh Gott. Was passiert hier? Alter, diese Küche hier, ne? Also, hier würde ich gern was essen. Wenn jetzt ein Schock-Event kommt, ne? Das wird richtig reinhauen. Genauso wie dieses Zeug hier. Wir können echt schon keine Verbandskästen mehr tragen, weil wir echt so viel Scheiße davon finden. Oh, Geld. Sehr viel Geld. Alter, was ist in dem Kühlschrank drin, dass der so leuchtet? Alter, hör mal auf, so rumzulärmen, doofe Pfanne. Hier ist doch bestimmt jetzt inzwischen wieder wer gespawnt. Wenn du einen Splicer im Wasser siehst, verpass ihm eins mit dem Electrobolt.
cool. Ich wusste, das ist tatsächlich, dieser Hinweis kommt tatsächlich beim ersten Mal, sobald man Splicer im Wasser sieht, weil ich war beim ersten Mal überhaupt nicht hier unten bei der ersten Aufnahme. Und da kam dieser Hinweis erst beim nächsten Mal, als die im Wasser waren, also gar nicht hier. Das ist schon interessant. Wow, wir haben schon $11, wir sind ganz schön reich. Ich finde einen Weg zurück durch das Restaurant, um voranzukommen. Boah, Alter, du dumme Schnalle, ey. Pff. Man kann sich hier doch manchmal ganz schön erschrecken, vor allem weil diese Viecher einfach so verdammt hässlich sind. Meine Fresse. Ich glaube, wir haben was verpasst, weil eigentlich, daran hatte ich nicht mehr gedacht, nur weil es gerade drin so geklungen hat. Eigentlich kamen da so ein paar stechende gelbe Augen raus, aber naja, dann haben wir das leider verpasst. Oh, ein Telefon. Funktioniert nicht mehr. Oh, Zeitung. Oh, Zeitung. Natürlich, die kann man natürlich nicht kaufen. Wow. Ich bin total verspleißt. Total verspleißt. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Hier ist eine verschlossene Toilette. Ey, du. Ist da noch wer drauf? Weil eigentlich kann man solche Toiletten noch nicht von außen... Oh, genau, Whisky, der in der Toilette gestanden hat. Lecker Schmecker. Hey Brenda, kannst du mir mal erklären, warum seit fast 3 Wochen ein riesiges Loch in der Wand hinter deinem Scheißhaus ist? Ich heiße zwar nicht Shakespeare, aber ich versuche hier ein anständiges Theater zu führen. Die Arbeiter aus Port Neptune kommen hierher und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken, als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Bring das in Ordnung. Okay, ich habe mich gehört, das Ganze ist doch ein bisschen unheimlich. Git. Wenn das Wasser jetzt noch nach oben fließen würde, wäre es auch lustig. Oh, nice. Habe ich da gerade einen Schatten gesehen oder war es das Wasser? Ich glaube, das war das Wasser. Und schon wieder schnell speichern. Quicksave ist unser Freund. Immer mit der Ruhe. Wärst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass dich nicht verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Wie, was macht die da? Sie hat kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen, umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, dass Recht Recht oder Unrecht ist, nicht mehr. Tut mir leid, ich habe keine Lollis oder Bonbons oder auch nur einen Teddybären. Die Teddybären habe ich nämlich alle verprügelt da hinten. Oh. Niedliches Kind. Ich kann nicht springen. Ich wollte gerade rüberspringen. So richtig cool und so. Der Pedobär kommt. Bam! Oh, Alter. Und da kommt He-Man und rettet sie. Wow. Ja, die Tür ist zu, Junge. Scheiße, ne? Bam! Oh, nice. Boah, cool. Hi. Okay, er haut nach da ab. Ich hoffe, da müssen wir nicht auch lang. Oh, eine Pistole. Ich nehme mal an, wir kriegen die Munition daraus. Ein defekter Verkaufsautomat. Dann geh wieder an, du blödes Scheißding. Ich brauche sofort ein paar Zigaretten. Escape, um das Spiel zu speichern. Sender Cones, Happy Chappy. Wieso hat der einen Stern im Auge? Achso, das ist das Zielkreuz. Ja.
Well done, Morty, well done. So. Huch. Was haben wir hier? Nix. Wow. Was steht denn hier eigentlich? Santa Claus. Also das habe ich schon da abgelesen. Foodlight Theater. Von dem Typen, der ja angeblich kein Shakespeare ist. Ich drücke dauernd auf Steuerung. Ich weiß gar nicht warum. Das ist ein stabiler Vorhang. Jo, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir hier. Am Ort des Geschehens. Hat er eigentlich eine Wunde oder so von dem Bohrer? Nö. Obwohl, so ein bisschen. Die Wand hat auch keinen Kratzer abbekommen. Okay, doch. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder am Ort des Geschehens und gehen dann weiter. Und folgen dem dicken Kerl mit dem kleinen Mädchen. Das hört sich irgendwie falsch an. Naja, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei BioShock.